Und ich habe so das Gefühl, dass der Pflegebereich ignoriert wurde, zum Teil vergessen oder einfach nicht mehr dran dacht. Irgendwie ist es total still geworden um die Pflege. Und daher finde ich, ist diese Möglichkeit, heute mal vom Gesundheitswesen einiges zu hören. Also ich bin, wie gesagt, von der Initiative für Demokratie und Aufklärung. Wir haben uns gegründet, explizit nicht nur für die Belange der Pflege, nicht nur für die Belange der Mitarbeiter und Patienten, sondern weil wir der Meinung waren schon ziemlich früh, dass das hier kein Gesundheitsproblem ist, vor dem wir stehen, sondern dass wir ein gesamtgesellschaftliches Problem haben, das auch wirklich eine breite Antwort erfordert. Wir haben jetzt eine Ruhepause möglicherweise, manche sagen, es ist vorbei. Ja, das ist natürlich völliger Unsinn und Sabine hat zu Recht darauf hingewiesen. Die Pflege wird natürlich vergessen. Die Pflege wurde vorher vergessen und die Pflege wird jetzt auch wieder vergessen. Und aber für die Pflege ist es nicht vorbei und für uns alle ist es nicht vorbei. Menschen stehen vor Gericht, weil sie ihren Job gemacht haben. Bei dieser Impfung hatte ich von Anfang an ein etwas ungutes Gefühl und war auch sehr verwundert, dass ich, der mit Fachleuten zusammenarbeitet, plötzlich umgeben war von Menschen, die vollkommen unkritisch waren gegenüber eines neuen Verfahrens, einer neuen medizinischen Methode. Und ruckzuck war ich der einzige Ungeimpfte in meiner Abteilung und ruckzuck war ich einer der wenigen Ungeimpften an der Uniklinik. Und ruckzuck gingen die Diskriminierungen los. Ruckzuck wurde man diskriminiert, ausgegrenzt. Ich habe letztlich den Kampf an der Uni aufgegeben. Ich habe letztes Jahr die Universität verlassen aus Protest, weil ich das nicht mehr weiter mittragen konnte, dass dort Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte und Patientenrechte mit Füßen getreten werden. Die angeordneten Maßnahmen dürften niemals hinterfragt werden. Das sagte uns der Chef des Robert-Koch-Instituts. Und das gilt aber tatsächlich im gesamten Wissenschaftsbetrieb. Das gilt tatsächlich. Ich habe das selber erlebt, auch an meiner Universität, an meiner Uniklinik. Die angeordneten Maßnahmen zu hinterfragen, war bestenfalls sinnlos, aber schlimmstenfalls nicht ungefährlich. Wir alle, und nicht nur wir Wissenschaftler, wir alle haben immer die Pflicht, unseren eigenen Verstand zu gebrauchen und jede Autorität jederzeit zu hinterfragen. Wir müssen solidarisch sein. Wir müssen solidarisch sein mit Ärzten, die vor Gefängnisstrafen stehen und wir müssen solidarisch sein mit Pflegern, die jetzt vor Gericht gestellt werden wie Verbrecher. Wir dürfen sie nicht alleine lassen. Corona ist für mich noch nicht vorbei. Die Maßnahmen sind weitestgehend gefallen. Aber die Verfolgung der ungeimpften Mitarbeiter im Gesundheitswesen hält weiterhin in einigen Landkreisen an. Vor circa einem Jahr waren einige von euch zu Besuch in Karlsruhe, als ich einen kurzen Redebeitrag zu diesem Thema gehalten habe. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass ich heute hier stehe mit dem gleichen Problem. Selbst im neuen Jahr flattern noch Bußgeldbescheide rein, obwohl die Impfpflicht längst ausgelaufen ist. Die meisten Landkreise, Heilbronn zum Beispiel, haben es gar nicht zu Ordnungswidrigkeitsverfahren kommen lassen. Aber nicht so im Landkreis Karlsruhe. 803 Bußgeldverfahren sind infolge des Einspruchs der Justiz übergeben worden. Derzeit laufen täglich Verhandlungen. Die Verhandlungen sind öffentlich. Aber das ist nichts für schwache Nerven. Eine wilde Palette verschiedenster Urteile. Zwischen 100 bis 300 Euro ist alles möglich. Die Willkür ist wirklich erschreckend. Trotz der aktuellen Erkenntnisse wird immer noch mit dem Schutz vulnerabler Gruppen argumentiert. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sei verfassungsmäßig gerechtfertigt. Die Sach- und Datenlage wird trotz unzähliger Belege ignoriert. Die Bußgelder werden systematisch reduziert auf einen beliebigen Betrag mit beliebigen Begründungen. Meist unter 250 Euro, das ist die Grenze, an der man Revision einlegen kann. Ich habe mir Rechtsprechung irgendwie anders vorgestellt. Mit Gerechtigkeit hat das nichts zu tun. Um den Pflegenotstand nicht zu verschärfen, durften wir also herhalten. Nun werden wir dafür bestraft. Viele sind für ihre geimpften Kollegen eingesprungen, als nach der ersten Impfwelle eine Krankheitswelle losgetreten wurde. Einige Kollegen haben sich wiederholt versucht, sich absichtlich anzustecken, um den genesenen Status zu erlangen. Manche erfolgreich, viele auch nicht. Wohlgemerkt, mit einer gerade für Ungespritzte tödlichen Erkrankung. Für mich
Aus medizinischer Sicht auf die Lage ist es absolut unbegreiflich, wie ein solches Kartenhaus aus Lügen und Halbwahrheiten so lange wackeln kann. Am 31.12.2022 lief diese Impfpflicht zum großen Leidwesen unseres hochverehrten Gesundheitsministers Karl Lauterbach aus. Für die Mehrheit der Bevölkerung war damit das Thema eigentlich erledigt. Aber unsere Arbeit ist noch lange nicht vorbei. Die Sachsen und die Bayern zum Beispiel waren etwas cleverer. Die haben nämlich die Verfahren landesweit schon, ich glaube so im Sommer oder sowas, vorzeitig eingestellt. Da war ganz klar, es wird keine Bußgelder und keine Betretungsverbote geben. Hier in Baden-Württemberg war es aber dann auch wiederum entscheidend, in welchem Landkreis man gearbeitet hat. Letztendlich ist es der Arbeit von Klinikpersonal steht auf in Tübingen schon auch mit zu verdanken, dass der Landrat auch dort frühzeitig gesagt hat, nein, es wird dort keine Betretungsverbote und keine Bußgelder geben. Im Landkreis Esslingen waren es ungefähr zahlenmäßig um die 500 Bußgeldverfahren. Niedersachsen, das hatte ich vorher schon mal erfahren, das waren wirklich die Spitzenreiter. Die haben nämlich die maximale Bußgeldhöhe von 2.500 Euro plus Gebühren an Kollegen verschickt. Wie ein Verbrecher behandelt zu werden, das hinterlässt natürlich Spuren. Wir wollen und wir müssen diesen Unsinn beenden. Unser Ziel? Einstellung aller Bußgeldverfahren und die Rückzahlung aller Bußgelder. Also die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass es diese Gerichtsverfahren derzeit gibt. Und das müssen wir bekannt machen. Das ist eines der wichtigsten Ziele jetzt von Klinikpersonal steht auf. Für uns ist ganz wichtig die Aufarbeitung, das Bekanntwerden und natürlich auch, dass wir uns einsetzen für das, was die Pflege jetzt braucht und was noch auf uns zukommt. Der psychische Druck in den vergangenen Jahren hat uns alle stark zugesetzt. Schlafstörungen, Zweifel und die ständige Angst vor dem beruflichen Aus waren unsere täglichen Begleiter. Ich wusste nicht, was noch kommt und wie lange ich diesen Zustand noch aushalten muss. Und aushalten musste ich viel. War man doch das schwarze Schaf in der Klinik, vor allem wenn man zu denen gehört, die nicht still waren, sondern immer den Mund aufmachen. Am stärksten getroffen hatte mich jedoch mein persönliches Gespräch mit dem Geschäftsführer. Dieser hat mir doch nahegelegt, mich impfen zu lassen. Ich solle an meine Kinder denken. Was machen meine Kinder, wenn sie keine Mama mehr haben? Ich habe an meine Kinder gedacht. Mich nicht impfen zu lassen, war daher die beste Entscheidung. Wir üben unsere Berufe weiter mit Herzblut aus und versuchen weiterhin, die Lücken vom Gesundheitssystem auszugleichen. Wir erhalten weiter durch unser persönliches Engagement den Klinikbetrieb und die Versorgung unserer Patienten aufrecht. Und wir stellen uns weiter unter teilweise schweren Bedingungen in den Dienst der Menschen und der Gesellschaft. Die psychischen Auswirkungen wie Burnout, Angststörungen und Depressionen sind nicht zu unterschätzen. Während man uns in der Krise beklatscht hat, werden wir nun finanziell abgeklatscht. Wir sind hier und wir sind mehr wert. Was wir wirklich brauchen, ist eine gerechte Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und Wertschätzung. Wir sind systemrelevant. Von Klatschen füllt sich unser Kühlschrank nicht. Unser Job ist eure Versorgung. Nur wenn Gesellschaft, Kollegen, alle zusammenstehen, haben wir eine Chance, dass sich an dem Gesundheitssystem was ändert. Wenn die Politik nicht jetzt schnell und entschlossen handelt, werden die Patienten die Leidtragenden dieser genickbrechenden Gesundheitspolitik sein.